Hallo, Knut Novak, ich möchte noch mal einen Nachtrag zu meinem Nasenatmungsvideo bringen, um das Ganze noch ein bisschen verdeutlichen. Ich habe das jetzt die Woche mit 60, 70 Patienten, habe ich denen das erklärt, wie sie das machen sollen, und die Resonanz war sehr gut bei der ganzen Sache und möchte dann noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Grundsätzlich, die Nasenatmung ist der Mundatmung gegenüber Viren bei weitem überlegen, weil wir haben den größten Stickstoffproduzenten in unserer Nase, und Stickstoff, der in der Nase produziert wird, über die Nasenherrschen, über die Nasenschleimhäute und die Nasennebenhöhlen, bis die Luft in den Rachenraum oder in den Bronchialtrakt kommt, wird die Luft hier gefiltert und gereinigt. Und das lässt die Viren kaum überleben. Deswegen bringe ich immer wieder die Analogie zu den Kindern zurück. Kinder haben eine natürliche Nasenatmung. Diese natürliche Nasenatmung hält die Bronchien, die Alveolen, den ganzen Bronchialraum elastisch und fein. Deswegen ist der Brustkorb bei Kindern ganz weich und dadurch kann die Bauchatmung ganz sauber stattfinden. Je mehr man redet, je mehr man mit offenem Mund unterwegs ist, desto anfälliger ist man auf diese Viren, die hier reinkommen können. Aber bei geschlossenem Mund zum Beispiel. So, wie könnt ihr das lernen am besten? Ich habe das den Leuten früher immer erklärt, übers Gehen oder beim Training habe ich es eingebaut, dass man eine Nasenatmung hat. Inzwischen merke ich einfach, dass gerade viele und gerade Ältere da ganz starke Probleme haben, das durchzuführen. Also, die einfachste Sache ist, um die Nasenatmung erstmal zu lernen und für sich das zu verinnerlichen, dass man wirklich mit kleinen Atemzügen, und klein ist daher gewollt, dass ich keinen großen, tiefen Atemzug mache, sondern einen kleinen, um dieses Vakuum, das dadurch entsteht, in der Nase drin, nicht zu verändern. Und mit diesem leichten, tiefen Einatmen, das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass man den Atemzug so macht über die Nase und die Ein- und Ausatmung nur über die Nase stattfinden lässt, ohne dass sich die Nasenherrschen bewegen. Oder zum Beispiel ganz einfach, stellt euch vor, ich nehme jetzt hier einen Pfund Mehl, verteile das hier und lege mich mit dem Kopf rein. Und muss jetzt hier in diesem Mehl drin liegen und muss so leicht einatmen und ausatmen, ein- und ausatmen, damit ich mir kein Mehl in die Nase reinsauge. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. So leicht sollte diese Atmung sein, um die beste Desinfektion zu gewährleisten. Wenn man das im Liegen gut kann, diese Nasenatmung, dann kann man es in Rückenlage machen. Ihr werdet merken, dass es in Rückenlage nochmal eine erschwerte Situation ist. Und erst später dann das Ganze im Gehen machen können. Okay, dass man bei dieser Nasenatmung im Gehen weitermachen kann. Je besser man das im Gehen dann kann, dann kommt das nächste Phänomen bei der Sache raus. Euch fängt an, die Nase zu laufen, wenn ihr das gut könnt. Sprich, das gute Können meine ich, wenn ihr durch die Nase ein- und ausatmen könnt und das Ausatmen aufs 2- bis 3-fache verlängert und fangt dann wieder mit einer normalen Nasenatmung an. Also ich mache es euch mal vor, ihr atmet durch die Nase ein und aus, ganz leichte Atemzüge und verlängert dann, damit man das jetzt hört. Ihr solltet es nicht so machen, nur dass man es hört, sollte das ungefähr so sein. Ich atme jetzt nicht, um euch als Beispiel zu geben. Ich könnte das Ganze dann 30 Sekunden halten und fange dann wieder mit einem leichten Atemzug über die Nase an, in- und auszuatmen. Das ist für viele sehr schwer oder fast nicht durchspürbar. Ich mache diese Nasenatmung auch schon bestimmt 1,5 Jahre und habe das im Training eingebaut. Ich kann eine Stunde Seilspringen machen, ohne dass ich durch den Mund atme bei der Sache. Das soll aber nicht das Ziel der Sache sein. Ich möchte euch hier bloß einen Tipp geben, wie man das dann verlängert. Das erste Phänomen, das auftritt, ist, dass euch dann bei dieser verlängerten Ausatmung, wenn ihr beim Spazierengehen das mit einbaut, um eure Bronchialwege frei und sauber zu halten, um die zu trainieren, dass diese kleinen Lungenbläschen wieder elastisch sind und auch den Dreck wieder mit rausbringen können, sprich die Viren, alles was sich da reinkommt, auch wieder rausgeht, um nicht als Trägerstoff in der Niere sein. Es sind nur Leute mit Vorerkrankungen an dieser Krankheit. Vorerkrankung heißt, sprich Raucher, Asthmatiker, ja, Bronchialtrakt, Diabetes, viele Medikamente, immer wieder Antibiotika, das sind alles Sachen, die diese Sachen nicht zuträglich sind in dieser Krankheit. Jeder, der das im Leben drin hat.
oder gehabt hat, der sollte sich hier als einziges Ding, was ich sage, dass man sich, dass man selber machen kann, ist, dass man seinen Nasenraum reinigt und frei hält. Wer eine zu eine Nase hat und nicht durch die Nase atmen kann, besorgt euch in der Apotheke oder nimmt einfach Salz, macht Salzspülungen, da gibt es genug Tutorials auf YouTube, wie man die Nase frei macht, dass die Nase erstmal frei ist mit einer Salzspülung. Wenn die frei ist, dann durch die Nase ein- und ausatmen bei der Sache. Und wenn die Nasenatmung frei ist, dann trainiert das beim Gehen. Und das erste Phänomen, das auftritt, ist, dass euch die Nase läuft. Das zeigt, dass die Nase in einem Reinigungsprozess ist. Das ist ein guter Prozess, dass euch die Nase läuft, wenn ihr eine verstärkte Nasenatmung und hier diese Ausatmung verstärkt, um hier euren Bronchialraum zu stärken und zu trainieren. Okay? Aber bringt hier in diesem Fall gar nichts. Die Viren können ungehindert in euren Mundraum eindringen. Ist ja genauso auch wie jetzt die ganzen Ärzte auch schon oder die Virologen jetzt sagen, dass der Mundschutz eigentlich für denjenigen da ist, der die Krankheit hat und nicht für den, der sie nicht hat. Weil wenn man sauber durch die Nase einatmen kann, ist es ein 10-mal besserer Schutz durch die Stickstoffproduktion in der Nase, als wenn man über eine Maske von der Seite her Luft einsaugt. Okay? Wenn man manchmal natürlich mit Leuten im Zusammenhang ist oder als Kassiererin arbeitet, geht es halt nicht anders. Da muss man auf diese Maßnahmen zurückgreifen. Aber grundsätzlich ist es hier, sage ich mal, was ihr für euch mitnehmen könnt, ist diese Nase frei zu halten. Halt die Kontaktverbote ein, alles was so gesagt ist, sind alles keine Maßnahmen, die sinnvoll sind in diesem Bereich und schaut drauf, dass ihr diese Nasenatmung trainiert. Und wenn man das kann man dann steigern mit dem Luftanhalten. Okay, wie lange man das schafft. Aber darauf achten, dass ihr nach dem Ausgeatmeten nicht wieder mit anfangt, sondern es muss ein ganz leichter Atemzug sein. Durch diese ganz leichten Atemzüge bleibt ein gewisses Vakuum da. Es kommt nicht Zwischenluft rein. Es ist wie ein Vergaser, der nebenbei Luft anzieht. Das soll nicht der Fall sein. Das soll ein Vakuum entstehen. Wenn ihr ein kleines Kind seht, das kann gestillt werden und also trinken an der Brust und gleichzeitig durch die Nase atmen. Es sei denn, die Nase ist zu, dann muss es Ding. Aber normalerweise, wenn ein Kind gesund ist, kann das gestillt werden und kann gleichzeitig durch die Nase atmen. Das ist dieses Vakuum, das ich meine. Das hält diesen Bronchialraum einfach sauber und clean. Und Kinder haben nachweislich ja auch ein schlechteres Immunsystem als Erwachsene. Die müssten diese Krankheit ja noch viel eher kriegen, weil sie nicht immun sind. Aber das hat damit nichts zu tun, weil der Virus bei Kindern und nicht Vorerkrankten überhaupt kein Ding ist. Man ist zwar infiziert, aber man ist kein Kranker. Okay? Das ist das Ganze. Okay, abonniert den Kanal und schaut, ich versuche da jetzt öfter mal ein paar Updates zu dieser Sache zu machen. Okay? Bleibt gesund, stay at home.